Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von forexum.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Willkommen am, ja, nun letzten Tag des sehr, 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 sehr aufregenden Börsenhandels und auch Forex-Markthandelsjahres 2015. Wir haben wahnsinnig viel erlebt, viele Höhen und Tiefen. Darüber hatten wir auch am Montag bereits im großen Jahresrück- und Ausblick 2015-2016 im Webinar gesprochen. Ja, was soll ich dazu sagen? Silvester oder beziehungsweise der 31.12. hat für mich eher wenig Bedeutung. Man kann sich, oder ich kann mich bloß dieser Situation nun sehr, sehr schlecht entziehen, oder auch die Allgemeinheit, die oder die meisten Leute, die sich dafür nicht interessieren oder denen das eigentlich relativ egal ist, werden sich diesem ganzen Spektakel nicht wirklich entziehen können. Ist ja auch nicht so schlimm. Das Schöne ist, eigentlich muss man ja gar kein Feuerwerk mehr kaufen, weil es genug Leute gibt, die sich sehr, 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 sehr viel von diesen Feuerwerkskörpern zulegen. Und dann kann man wunderbar entspannt dem frönen und dem zuschauen und muss eigentlich gar nicht mehr selber sich die Finger verbrennen. Aber okay, gut, wir haben heute schon in einigen Ländern Feiertag. Dazu gehört auch Deutschland. Das heißt, der DAX ist heute bereits geschlossen, sehr, sehr entspannt. In den USA ist zum Beispiel alles noch geöffnet. Also die Indizes haben ganz normal geöffnet. Sie schließen auch ganz normal heute Abend. Der Forex-Markt an sich schläft ja sowieso nie, das sollte jedem klar sein inzwischen. Der einzige europäische Index, der heute noch geöffnet hat, der von Relevanz ist, ist der CAC 40, oder ja, der französische Leitindex. Der CAC 40, der Euro Stoxx 50 hat ebenfalls geschlossen. Wir schauen uns mal den Wirtschaftskalender an. In der Nacht bekamen wir noch ein paar Daten aus Australien, Kredit an den Privatsektor, aber das hat keine wirkliche Bedeutung. Interessant wird es heute nochmal 14:30 Uhr mit den Anträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Chicago Einkaufsmanager-Index. Ich muss dazu sagen, dass ich mich heute komplett zurückziehe aus dem Markt, beziehungsweise auch morgen nichts tue. Also morgen wird auf meiner Seite auch nichts zu sehen sein, also nichts Neues zumindest. Das geht alles erst am 4.1. los, und dann haben wir erst einmal eine ganze, ganze Weile keinen Feiertag mehr. Und ja, deshalb, wie gesagt, Ruhe. Ich lasse das ja wirklich sehr, sehr ruhig ausklingen. Ich glaube auch nicht, muss ich ehrlich sagen, dass diese Anträge auf Arbeitslosenhilfe heute nochmal, ja, den Markt so riesig bewegen werden. Wir müssen daran denken, nächste Woche dann die ADP-Zahlen, die Non-Farm-Payrolls aus den USA. Also das wird nochmal spannend, aber diese Woche, ich glaube, wir können das ja wirklich ganz entspannt jetzt ausklingen lassen. Wir werfen nochmal einen kleinen Blick auf den Wirtschaftskalender morgen. Dann haben wir auch in den USA Feiertag, beziehungsweise natürlich auch in der gesamten Eurozone im Vereinigten Königreich. Also morgen wird sehr, sehr wenig los sein an den Märkten. Die Indizes sowieso geschlossen. Bitte daran denken, dass wieder Gap-Gefahr herrscht. Was wir in der Asien-Session noch sehen werden, sind die chinesischen Zahlen zum ISM-Einkaufsmanager-Index und der Einkaufsmanager-Index im nicht verarbeitenden Gewerbe. Deshalb alle bitte aufpassen, zwecks der Gap-Gefahr über das Wochenende. Und auch in den Währungspaaren kann es natürlich zu einer gewissen Gap-Gefahr kommen. Aber ich sag mal so, selbst wenn sich das in den Währungspaaren morgen noch nicht so niederschlagen sollte, hier ein besonders überraschender Wert, der hier vielleicht rauskommen könnte, könnte sich das am Montag trotzdem noch ändern, wenn die Indizes öffnen und vielleicht ihrerseits eine gewisse Gaps erzeugt haben. So, werfen wir mal einen Blick in den Dow Jones. Der einzige Index, den wir uns heute anschauen, der geöffnet hat, der befindet sich, oder diese befindet sich immer noch innerhalb dieser vermeintlichen Range zwischen den 17.000 und den 18.250 Punkten circa. Also eine sehr, sehr breite Range von ungefähr 1.300 Punkten. Das ist schon Wahnsinn. Seit, ja, das ganze Jahr ist ja so gelaufen. Das war jetzt nicht großartig überraschend. Das hatten wir kommen sehen, auch im Rahmen dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals. Es war keine große Überraschung, wie gesagt, dass er lange Zeit in diesem Trendkanal verharren wird, bis er letztendlich an diesen innerhalb des Seitwärtsrange verharren wird, bis der Kurs letztendlich an die Unterseite dieses Trendkanals kommt. Das war klar, da hatten wir damals auch bereits gesagt, hier wird es sicherlich zum Ausbruch kommen. Dementsprechend auch die erste Wochenkerze unter den Weekly 50er, 55er EMA und den darauf folgenden Retest dazu genutzt, eine Short oder im Markt zu implementieren. Das Ganze dann in den Take Profit gelaufen bei ca. 15.300 Punkten. Was macht der Dow Jones jetzt? Beziehungsweise was erwarte ich mir jetzt für Anfang 2016?
Ich möchte sehen, dass der Kurs noch einmal sehr, sehr stark hier hochkommt in Richtung der 18.200 Punkte ungefähr hier an diese an die Unterseite noch einmal des aufwärtsgerichteten Trendkanals, respektive an die Oberseite dieser Seitwärtsrange. Und dann möchte ich gerne sehen, dass der Kurs hier schön in die Tiefe fällt. Und zwar das erste Kursziel natürlich hier um die 16.500 Punkte. Dann sollte sich das weiterziehen in Verbindung natürlich mit dem Weekly 200/237 EMA zum 38,2 Retracement und so weiter und so fort. Schlussendlich erwarte ich mir hier eine sehr, sehr starke Korrektur. 2016 kann vielleicht sogar bis in das Jahr 2017 übergehen, vielleicht sogar noch länger, werden wir sehen, wie sich das Ganze verhält. Aber sind wir erst einmal wirklich wieder auf Wochen- und Monatsbasis aus dieser Seitwärtsrange ausgebrochen, dann rechne ich damit, dass es hier zu keiner Erholung mehr kommt in absehbarer Zeit und das Ganze hier wenigstens bis zu den 13.333 Punkten herabsinkt, sollte ein sehr, sehr schöner Short Trade von ungefähr 5.000 Punkten werden. Natürlich alles in Etappen. Das lohnt ja auch gar nicht, irgendwelche langfristigen Positionen aufzubauen. Also langfristig müssen wir jetzt in dem Sinne definieren, dass natürlich diese Futures immer wieder ablaufen, aber es nicht nötig ist, deswegen traurig zu sein, denn wir werden auch 2016 sicherlich immer massive Gegenbewegungen sehen. Und ja, da ist es sowieso egal, ob man nun einen neuen Future nehmen muss, weil man wahrscheinlich froh ist, dass man in dem älteren Future dann die Gewinne mitgenommen hat, weil die Gegenbewegung sowieso alles aufgefressen hätte. Und einen großen Teil davon kann man lieber im neuen Future dann neu einsteigen. Gesetzt im Fall, der Dow Jones kann wieder innerhalb dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals schließen, das heißt deutlich oberhalb der 18.330 Punkte Marke auf Wochen- und Monatsbasis und damit auch wieder über diese Seitwärtsrange Range gelangen, dann ja, müssen wir uns auf wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auf weitere Long-Szenarien einstellen, und zwar in Richtung logischerweise gleich mal der 20.000 Punkte und so weiter und so fort. Ehrlich gesagt sehe ich aber keinen fundamentalen Grund, dass das stattfinden sollte. Ich halte auch die US-Aktientitel momentan allesamt für stark überbewertet, insbesondere auch der Technologiesektor. Deswegen bin ich im Nasdaq 100 auch sehr, sehr short eingestellt. Aber wie gesagt, nur die entsprechenden Handelssignale können die Gewissheit mit sich bringen. Der DAX konnte gestern erwartungsgemäß, ist er genau der Prognose gefolgt oder beziehungsweise der Analyse gefolgt. Wir sind hier schön am Widerstand bei circa 10.873 Punkten abgeprallt und den ganzen Tag gefallen. War super zu shorten, war nochmal ein schöner Abschluss für das Jahr. Ja, was hat der DAX gemacht? Wir schauen uns mal im 1-Chart an. Eigentlich nichts weiter als dieses offene Gap geschlossen. Aber der DAX jetzt meiner Meinung nach dennoch durchaus belastet. Was ich am Montag gerne sehen möchte, wäre ein kleiner Anstieg bis zu ca. 10.800 Punkte Marke, vielleicht auch nochmal bis ca. 10.830 Punkten, und dann darf er hier ruhig weiter in die Tiefe fallen. Wir schauen uns das auch mal auf dem Daily Chart an. Wir haben hier unsere markante abwärts gerichtete Trendlinie und diesen Trendkanal. Ich muss dazu sagen, das sind alles zwar Trendlinien, an denen an oder an welchen der an den, welchen der Kurs reagiert hat, aber wir schauen uns gleich im Weekly Chart an. Die übergeordnete Situation auf horizontaler Basis ist einfach definitiv wichtiger, und deshalb ist es prinzipiell erst einmal egal, was er hier an diesen Trendlinien macht, denn man hätte ja hier schon sagen können, super, das war ein bullischer Ausbruch, dann ist er wieder rein. Hätte man sagen können, okay, hier ist er abgeprallt, war also wahrscheinlich ein bullischer Fehlausbruch, er wird jetzt weiter in die Tiefe steigen. Nein, er ist wieder ein Stückchen weiter hochgekommen. Also deshalb würde ich diese Trendlinien, die wir hier sehen, schon als Orientierung nutzen, aber eben nicht als endgültiges Handelssignal. Das muss man ganz klar dazu sagen. Sobald sich der Kurs nächste Woche weiterhin stabilisieren kann und auch weiter steigt, denke ich, dass es hier weiter bis 11.000 Punkte Marke bzw. 11.200, 11.300 Punkte Marke steigen sollte. Und ja, kommen wir eben, wie gesagt, kann der Kurs nicht mehr über diese 18.000, über die 10.800 bzw. 10.830 Marke steigen. Dann rechne ich mit weiteren Kursverlusten, und die könnten durchaus massiv ausfallen. Und zwar bleibt es dabei erst einmal hier in Richtung der 10.000-Punkte-Marke bzw. 9.800 und in weiterer Folge ca. 9.400, 9.300 Punkte und damit auch letztendlich zu einem Ausbruch aus diesem aufwärts gerichteten Trendkanal. Ja, das sind meine Erwartungen hier im Weekly Chart. Sieht das Ganze nämlich noch ein bisschen anders aus.
Wenn Sie diese abwärtsgerichtete Trendlinie anschauen, dann sieht das nämlich hier diese Woche vom 22.11. und 29.11. Das sieht aus wie ein bullischer Fehlausbruch und letztendlich die Situation gestern wie ein interner Retest dieses Bereichs und beziehungsweise dieser Trendlinie. Und deshalb rechne ich hier mit deutlich fallenden Kursen. Hier haben wir eine Menge Platz nach unten im DAX, das ist ganz klar. Sollte es hier zu einem Ausbruch aus dem großen aufwärtsgerichteten Trendkanal kommen und Wochen- und Monatsschlusskursen unterhalb des Weekly 200, 237 EMAs, rechne ich mit einer Korrektur, welche wenigstens bis zu dieser 7600-Punkte-Marke, ungefähr 7500-Punkte-Marke reichen sollte, wenigstens. Und dann hätten wir es auch wieder mit fairen Kursen zu tun, würde ich mal so sagen. Zum Schluss, nee, nicht zum Schluss, wir schauen uns noch das Gold an. Wieder einmal abgeprallt am Daily 34 EMA und bewegt sich auch aktuell weiter in die Short-Richtung. Und zwar, ja, ich hatte ja so ein bisschen zur Bedingung gemacht, die Bedingung für eine mögliche Erholung habe ich zur Bedingung gemacht, dass sich der Kurs eben an dieser Trendlinie stabilisieren sollte, hat er nicht getan. Und deshalb könnte es durchaus zu weiteren Kursverlusten kommen in Richtung der 1050er Marke. Vielleicht auch, sobald diese auch durchbrochen ist, sollte der Kurs auch weiterfallen in Richtung der 1020 US-Dollar. Und dann hätten wir unseren Retest dieses abwärtsgerichteten Trendkanals und dann könnte der Kurs hier noch einmal deutlich steigen im Gold und diesen Trendkanal hier oder respektive diese ehemalige bärische Flagge testen. Aber gut, das müssen wir jetzt davon abhängig machen, wie sich hier der Rest der Woche entwickelt, beziehungsweise welchen Start wir auch in den Aktienindizes nächste Woche haben. Aber ja. Ich sag mal so, es ist noch nichts verloren. Das Gold kann sich auch stabilisieren, wieder stabilisieren, diese Trendlinien einfach ignorieren und einfach hier hochlaufen und dann ist gut, ja. Also da würde ich jetzt auf die entsprechend wirklich wichtigen Bereiche warten. Aktuell der Kurs eher nicht sonderlich sinnvoll handelbar. Gut, was könnte man machen, wenn man jetzt noch ein bisschen shorten möchte im Gold zum Beispiel, wenn der Kurs im Tagesverlauf nochmal irgendwie hier hochkommt an diese ehemaligen Unterstützung. Jetzt Widerstände, könnte man das Ganze hier in Richtung 1050 Dollar heruntertraden, beziehungsweise wenn das denn hier durchbricht, in Richtung 1020 Dollar. Jetzt kommen wir zum Schluss. Der Euro-US-Dollar, die Monatskarte sieht sehr, sehr vielversprechend aus. Wir befinden uns oder haben das 38,2 Retracement passiert, zumindest auf Spike-Basis dieses letzten kleinen Abwärtstrendes. Und solange die Monatskerze oberhalb dieser 1,080er Marke verbleibt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es zu weiteren Kurssteigerungen kommt. Wenigstens bis zur 1,1255. Und ja, wir hatten schon am Montag auch im Webinar darüber gesprochen, sobald sich diese Monatskerzen oberhalb dieser 1,080 etablieren und darüber auch verbleiben, könnte es durchaus sein, dass wir weitere Kurssteigerungen sehen und zwar letztendlich auch einen Durchbruch dieser 1,1450 bzw. der 1,15. Und sobald das geschehen ist, rechne ich nicht mehr damit, dass wir in naher Zukunft die Parität sehen, sondern dass es hier weiter in Richtung Norden geht und zwar zum Monat 237 bzw. 50er, 55er EMA und damit zur ca. 223er bzw. 224, 50, 225, 226er Kursmarke kommt und wir damit diese markante aufwärtsgerichtete Trendlinie, welche im Dezember letzten Jahres durchbrochen worden war, erreichen und damit auch das 61,8 Retracement dieser, und ich nehme das mal raus hier, das 61,8 Retracement dieser gesamten Abwärtsbewegung. Das wäre so mein Kursziel. Damit könnte ich mich durchaus anfreunden. Warum eigentlich? Warum könnte der US-Dollar steigen und nicht fallen? Nun, das hat mit der makroökonomischen Sicht auf die Dinge zu tun. Wenn die Inflation niedrig bleibt und gleichzeitig ein Leistungsbilanzüberschuss erzielt wird in den EU-Staaten und was durchaus passieren könnte oder in der EU im Allgemeinen, dann heißt das eigentlich aus makroökonomischer Sicht eine stärkere Währung eben nicht eine schwächere. Aber wie gesagt, wir müssen uns erst einmal überraschen lassen. Ich bin ja grundsätzlich erstmal nicht negativ eingestellt. Auf dem Weekly Chart macht es durchaus Sinn, wenn der Kurs zunächst einmal wenigstens noch weiter steigt bis zu den 1,11 bzw. hier bis zu diesen 1,1250, 1,1255 und dann erreichen wir auch den Weekly 50er, 55er EMA. Dass das Ganze, selbst wenn der Euro-US-Dollar weiter long geht, nicht ohne Holpersteine
vonstatten gehen sollte. Das ist klar. Also hier auch am Weekly 34er erwarte ich mir eine starke Gegenbewegung. Am Weekly 50er, 55er EMA könnte es auch nochmal komplett zurückgehen hier bis zu den 1,080. Aber solange sich der Kurs eben hier stabilisieren kann, meinetwegen auch solange er sich oberhalb der bisherigen Jahrestiefs oder dann der vergangenen Jahrestiefs stabilisieren kann, oberhalb der 1,050, 1,04, 5,50 ist ja eigentlich alles bullisch und der Euro hätte dann, der Euro-US-Dollar hätte dann entsprechend sehr, sehr gute Chancen hier auch weiter zu steigen. Wenn wir zum Beispiel mal diese gesamte Zone hier als seitwärts Range betrachten und der Kurs das Ganze nach oben hindurch bricht, kommen wir eben hier genau in diesen Kursbereich und genau zum 61,8 Retracement dieser gesamten Abwärtsbewegung. Ich habe es nicht ganz sauber eingezeichnet. Bitte entschuldigt das. Gut, das war's für das heutige Morning Statement und damit auch das letzte Video für dieses Jahr 2015. Videoanalyse des Tages wird es heute nicht mehr geben. Ich mache jetzt Feierabend, ich beende jetzt das Jahr, das äußerst erfolgreiche Handelsjahr und bedanke mich von allen, an allen, für alle Follower und für eure Treue und freue mich schon auf das Jahr 2016. Uns wird viel erwarten, viel begleiten, viele neue Projekte. Und ja, wie gesagt, ich wünsche auch weiterhin viel Erfolg bei allem, was Sie oder ihr sonst noch so tradet und verabschiede mich bis zum nächsten Jahr, bis zum 4.1. Tschüss und bis bald.